Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sue Teste Produkte. Ich bin Sue. Heute habe ich euch wieder mal ein kleines Mikrofon-Set mitgebracht aus dem Hause Synco. Hier haben wir einmal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf der Kamera, schon mal auf dem Bild, hier haben wir wieder ein Set mit zwei Mikrofonen und einem Empfänger. Ich würde sagen, wir packen einfach mal aus, damit ihr euch nicht wundert, warum ich hier die ganzen Kabel schon liegen habe. Wir haben die Mikrofone schon das eine oder andere Mal getestet, um euch auch wirklich was dazu sagen zu können. Und deshalb haben wir den Lieferumfang schon mal ein bisschen ausgepackt. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal damit starten, den Karton zu öffnen und euch zu zeigen, wie das eigentlich bei euch ankommt. So, also wir haben das hier in so einer Hartkofferschale drin verpackt. Einmal mit einem Reißverschluss. Und da haben wir die guten Stücke schon. So, ich halte euch das einmal näher hin, damit ihr das sehen könnt. Da haben wir einen Empfänger und zwei Sender, weil wie gesagt, es besteht aus zwei Mikrofone. Das seht ihr auch hier. Es ist das Modell G1 und das A2 bedeutet also, es sind zwei Sender. Wenn da jetzt A1 stehen würde, dann wäre der Lieferumfang des Sets nur mit einem Mikrofon. Nur so am Rande, damit ihr das auch wisst. Und alles das, was ihr hier an Kabel seht, wo wir jetzt nach und nach drauf eingehen werden, ist eigentlich hier in diesem Koffer oben in dem Täschchen drin. Ne? Wir haben es, wie gesagt, nur schon das ein oder andere Mal getestet, deshalb haben wir das schon ausgepackt. Also, wie gesagt, ein Empfänger, zwei Sender, auf die kommen wir gleich aber nochmal zurück. Dann haben wir natürlich eine Gebrauchsanleitung im Lieferumfang mit drin. So, ich denke mal, das könnt ihr ganz gut sehen. Dann haben wir zwei Mikrofone nochmal mit bei. Nochmal sage ich bewusst, weil ich werde euch gleich sagen, wieso ich das gesagt habe. Also das wäre jetzt zum Beispiel, um an den Sender anzubringen und dann irgendwo an der Kleidung zu befestigen. Und das nochmal bezog sich bei mir jetzt ganz einfach darauf, weil diese kleinen Sender bereits an der oberen Seite ein integriertes Mikrofon haben. Also rein theoretisch könnte ich auch nur das anbringen und hätte genauso den gleichen Klang, wie wenn ich das Mikrofon mit Kabel. Es ist etwas besser vom Klang her, wenn man die kleinen mit anschließt, aber im Großen und Ganzen würde das auch nur mit den Sendern schon ausreichen. Daraufhin bezogen war mein auch noch. Entschuldigung, einmal kurz räuspern. Für den Innenraum ist auf den kleinen Mikrofons bereits so ein Schaumstoffschutz drauf. Ich denke mal, das kann man ganz gut erkennen. Das ist für den Innenraum auch voll und ganz ausreichend. Für im Freien, also für Outdoor, gibt es im Lieferumfang auch noch so kleine Puschels mit bei. Das heißt, man würde den Kunststoffüberzug da oben einfach abmachen und würde dann hier diese kleinen weichen, flauschigen Puschels mit aufbringen. Die halten natürlich die Windgeräusche noch besser weg wie der Schaumstoff, die Schaumstoffkappe. So, ich schiebe das mal ganz schnell wieder da rein, damit das auch nicht verschwunden geht. So, dann haben wir hier ein Ladegerät, wie gehabt, mit USB-Anschluss, also ein Ladekabel, um genauer zu sein. Stecker sind ja schon ewig nicht mehr mit dabei, ist aber, denke ich, auch nicht vonnöten. Das Vorteilhafte an diesem Ladekabel ist, wir haben direkt drei Anschlüsse und können somit den Sender, die zwei Sender und den Empfänger gleichzeitig laden. Das finde ich schon mal super. Dann braucht man nicht nacheinander laden, sondern man kann alles gleichzeitig laden. Dann haben wir im Lieferumfang einmal ein Kabel mit bei. Da haben wir so eine kleine Ziehharmonika mit dran. Dieses Kabel hat auf beiden Seiten den gleichen Anschluss, den TRS. Und dieses ist für Videokameras geeignet. Ja? Also das mit der Ziehharmonika in der Mitte ist das Anschlusskabel für an die Videokamera. Allerdings haben wir bei dem Set auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Handy zu verbinden. Das machen wir zum Beispiel immer. Wir filmen mit einem Smartphone und dafür ist im Lieferumfang auch noch ein Kabel mit bei. Da gibt es jetzt eine kleine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob euch das direkt auf Hieb auffällt, oben an den Steckern. Der rechte hier hat nur zwei schwarze Ringe und der linke hat drei schwarze Ringe. Das hat damit zu tun, dass die eine Seite auch ein TRS ist, genauso wie für die Videokamera auch.
Und die andere Seite mit den drei schwarzen Ringen ist ein TRRS-Anschluss. Mit diesem TRR-Anschluss kann ich natürlich am Handy noch gar nichts machen, sondern dann brauche ich dazu noch ein Anschlusskabel für mein Handy. Das ist leider im Lieferumfang nicht mit inbegriffen, liegt aber auch daran, dass es speziell für jedes Handy ein anderes sein muss. Also wir zum Beispiel nehmen jetzt mit einem Samsung auf. Ich greife mal direkt hier zur Seite. Und da haben wir natürlich auch von Samsung das Adapterkabel besorgt. Also da müsst ihr auch wirklich Wert drauf legen, dass ihr da bei eurem Hersteller bleibt. Dieses Adapterkabel gibt es von jedem Hersteller. Also wenn ich ein Samsung-Smartphone habe, muss ich das von Samsung nehmen. Wenn ich ein Huawei habe, muss ich das von Huawei nehmen. Also wir haben es auch Tatsache getestet, da wir ein Smartphone, also ein Samsung-Smartphone und ein Huawei bei uns im Hause haben. Und der Samsung-Stecker funktioniert nicht an dem Huawei-Handy. Ja? Weil klar, es sind beides USB-C-Anschlüsse, allerdings connectet es nicht bei dem Huawei mit dem Samsung-Stecker. Das also nochmal ganz wichtig, je nachdem, welches Smartphone ihr habt und mit welchem Smartphone ihr das Ganze benutzen möchtet. Dementsprechend von dem Hersteller müsst ihr euch auch separat dieses Adapterkabel holen. Auf der einen Seite ist ein USB-C-Anschluss und auf der anderen Seite haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Da würde jetzt der TRRS-Anschluss angebracht. So, zack, einmal knack. Diese Seite käme ins Handy und diese Seite käme in den Empfänger rein. Ja? So, das einmal so, um so ein bisschen die ganze Technik drumherum und Lieferumfang und nun alles euch zu erklären. Dann haben wir hier einmal den Receiver. Der würde jetzt hier über den, ich denke mal, man kann das relativ gut sehen, über den Out würde der Stecker mit angebracht und dann das Ganze ins Handy eingesteckt. Ja? Wir werden jetzt mal beide Geräte anschließen, dann werdet ihr sehen, im ersten Step, den ich als erstes anmache, der wird blau blinken, weil er seinen Kontakt sucht. Und sobald ich einen von den Sendern angemacht habe, wird das auch kurz blau blinken und dann werden die dauerhaft blau leuchten, wenn sie connected sind. Und dann sind die auch schon einsatzbereit. Ja? Also kinderleichte Handhabung und echt super Qualität. Das werdet ihr gleich im zweiten Teil meines Videos hören, wenn ich dann einen der Sender angebracht habe, sodass ihr dann auch wirklich einmal, den Klang hören könnt. So, wir machen das Ganze jetzt einmal an. Sekunde. So. Okay, wie ihr seht, blinkt jetzt oben, das ist der Empfänger, blau, und sucht sein Gegenstück. Wir nehmen jetzt einfach mal eins der Mikrofone. Mal eben schauen, da ist der Knopf. So, ich halte euch das jetzt einmal, ich werde mal kurz aufstehen, damit ihr das vielleicht besser sehen könnt. Jetzt werde ich einmal den anderen mit anmachen. Zack, habt ihr gesehen? Geht innerhalb von Sekunden, dass die zwei sich gefunden haben. Und das muss auch gar nicht so nah aneinander sein. Also ihr könntet das jetzt sogar schon an dem Smartphone angebracht haben und das schon an eurer Kleidung angebracht haben. Und die connecten trotzdem genauso schnell. Ja? So, ich würde sagen, das jetzt erstmal so im Großen und Ganzen zum Lieferumfang und so ein paar Eigenschaften schon mal aufgezählt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Wir installieren kurz den Sender am Smartphone, den Empfänger am Smartphone, den Sender an mir und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir den Empfänger am Handy angebracht mit dem zusätzlichen Adapter, der ja nicht im Lieferumfang mit inbegriffen ist. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz mit auf den Weg geben, nicht, dass sich einer wundert. Aber der Hersteller kann ja auch nicht für jedes Smartphone das passende Kabel mit beilegen. So, also ich habe jetzt bewusst erstmal nur das nur den Sender in der Hand, weil der oben ja auch, ich habe es euch ja mal eben schnell nochmal zeigen, ich hatte es euch ja gezeigt, oben auch schon die Mikrofonöffnung hat und habe zusätzlich, ohne dass es aktuell angeschlossen ist, schon mal das kleine Mikrofon an mir angebracht, um euch da einfach so ein bisschen auch den Unterschied zeigen zu können. Ich würde sagen, wir stöpseln jetzt das separate, also das zusätzliche Mikrofon einmal an. Ganz praktisch, hat so einen Clip hinten dran. Könnt ihr euch also wunderbar an die Hose oder ans Oberteil oder sonst was klemmen. So, und jetzt habe ich hier das zusätzliche Mikrofon einfach mit der Klemmtaste, also mit diesem Klemm,
Gedöns an meinem Träger festgemacht und denke mal, den Unterschied vom Klang werdet ihr jetzt auf jeden Fall schon hören. Wie gesagt, wir haben das Mikrofonset schon in dem einen oder anderen Video ausprobiert und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind völlig begeistert davon. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, Top-Qualität, sehr zu empfehlen. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video wieder gefallen und ihr hattet Spaß dabei. Schön wäre es natürlich, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch oder ein Abo da lasst. Gerne einen Kommentar, schreibt mir, wenn ihr noch was dazu wissen möchtet. Oder ja, ich würde einfach sagen, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss!